Liebe Studentinnen und Studenten, in diesem Video möchte ich Ihnen allgemeine Hinweise zum Zitieren und zur Unterscheidung von direkten und indirekten Zitaten geben. Nach der Literaturrecherche geht es los mit dem Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit. Natürlich kann man auch noch weiter recherchieren, während man schon schreibt, oder auch die Fragestellung anpassen, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben. Unabhängig davon ist es aber sehr wichtig, die gefundene Literatur richtig in die eigene Arbeit einzubinden. Die erste und wichtigste Regel dabei lautet: Überall, wo man sich auf fremdes geistiges Eigentum bezieht, muss das ausgewiesen werden. Das hat mehrere Gründe. Erstens ist Ideendiebstahl keinesfalls gute wissenschaftliche Praxis. Zweitens sollte man die Leistungen anderer Personen als solche anerkennen und respektieren. Und drittens soll nachvollziehbar und nachprüfbar sein, woher sie ihre Informationen beziehen. Weist man Literatur nicht aus, gilt das als Plagiat. Wird ein Plagiat, zum Beispiel durch die Plagiatsoftware, erkannt, wird eine Arbeit sofort negativ bewertet. Wird ein Plagiat erst später erkannt, ist dies fast noch schlimmer, denn dann kann das bis zur nachträglichen Aberkennung des Titels führen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie immer zitieren. Mit ein paar kleinen Ausnahmen. Wenn Sie eigene Standpunkte oder eigene Forschungsergebnisse wiedergeben, müssen Sie diese nicht zitieren. Auch sogenanntes Handbuchwissen muss nicht extra belegt werden. Unter Handbuchwissen versteht man allgemeines Wissen, wie beispielsweise Jahreszahlen, mathematische Formeln oder andere Fakten, von denen man voraussetzen kann, dass sie allgemein bekannt sind. Man unterscheidet zwischen einem direkten Zitat und einem indirekten Zitat. Ein direktes Zitat ist die Wiedergabe eines Textes in genau dem gleichen Wortlaut. Ein direktes Zitat kann auch Auslassungen enthalten, die mit eckigen Klammern gekennzeichnet werden müssen. Auch können Einfügungen hinzugefügt werden, auch diese müssen durch eckige Klammern gekennzeichnet werden. Den Sinn des Zitats darf man aber auf keinen Fall verfälschen. Ein indirektes Zitat hingegen ist eine sinngemäße Umformulierung eines anderen Textes in eigenen Worten. Und mit eigenen Worten sind wirklich eigene Worte gemeint. Es reicht nicht aus, einfach ein Wort auszulassen oder durch ein Synonym zu ersetzen oder die Satzbausteine hin und her zu schieben. Auch wenn nur ein Satzteil eins zu eins übernommen wird und der restliche Teil des Satzes in eigenen Worten formuliert wird, gilt der übernommene Satzteil als direktes Zitat. Eine Paraphrase ist beispielsweise eine Zusammenfassung von einer ganzen Seite in der Originalliteratur in ein paar Sätzen oder eine Metaperspektive auf den Text, wo die Inhalte sozusagen von außen betrachtet werden. Zum Beispiel wäre ein direktes Zitat: Eine Paraphrase ist im Gegensatz zu einem direkten Zitat eine sinngemäße Umformulierung in eigenen Worten. Und mit eigenen Worten sind wirklich eigene Worte gemeint. Es reicht nicht, einfach ein Wort auszulassen oder durch ein Synonym zu ersetzen oder die Satzzeile zu verschieben. Stieger 2017, Seite 1. Eine mögliche Paraphrasierung des Satzes könnte lauten: Der Autorin zufolge unterscheidet sich eine Paraphrase von einem direkten Zitat dadurch, dass der Sinn des Textes trotz der Umformulierung erhalten bleibt, wobei sie aber betont, dass die Paraphrase wirklich vom Originaltext abweichen muss, anstatt diesen nur minimal zu verändern. Vergleiche Stieger 2017, Seite 1. Wie an dem Beispiel sichtbar wird, gibt man aber bei beiden Zitierformen Folgendes an: Den Nachnamen des Autors oder der Autorin, das Jahr der Publikation und die Seitenzahl, auf der die zitierte Passage gefunden werden kann. Ein indirektes Zitat gehört anders als ein direktes Zitat nicht unter Anführungszeichen, sondern wird mit der Abkürzung VGL, das bedeutet Vergleiche, gekennzeichnet. Des Weiteren ist es wichtig, dass man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen direkten Zitaten, indirekten Zitaten und eigenen Worten hält. Eine wissenschaftliche Arbeit darf keine bloße Aneinanderreihung von Zitaten sein, aber auch kein bloßes Meinungsessay ohne Beleg durch wissenschaftliche Literatur. Zitate sollten zudem ein- und ausgeleitet werden. Das heißt, sie sollen nicht einfach willkürlich in den Text hineingestreut werden, sondern es soll aus dem Textzusammenhang hervorgehen, warum genau dieses Zitat hier passt oder nicht passt und warum an dieser Stelle genau dieses Zitat verwendet wird
oder es muss eben begründet werden, dadurch, dass man nochmals darauf eingeht, was im konkreten Zitat steht und warum der Inhalt für die eigene Arbeit relevant ist. Zitate nochmals in eigenen Worten erklären und zu bewerten, ist außerdem eine gute Möglichkeit, eigene Leistung zu zeigen und eigenen Text zu produzieren. Und zu guter Letzt, jede zitierte Literatur muss im Literaturverzeichnis ausgewiesen werden. Genaueres hierzu finden Sie in den Richtlinien des wissenschaftlichen Arbeitens, in den Infoblättern zur Seminararbeit und zum Zitieren. Sollte das Modul Wissenschaftliches Arbeiten in Ihrem Lehrgang enthalten sein, finden Sie auch dort vertiefende Informationen.